in den Räumen der bürgerlichen Opposition im Sächsischen Landtag. Wir sind heute zu dieser Pressekonferenz wegen dem Sonderplenum. Sie wissen das, wir haben dieses Sonderplenum beantragt und der einzige Tagesordnungspunkt ist die Einrichtung einer Enquetekommission für die ländlichen Räume Sachsens. Da vielleicht als Vorbemerkung noch, wir hatten ja diese Enquetekommission schon in der letzten Legislatur beantragt. Das ist damals abgelehnt worden, unter anderem mit der Begründung, dass die Zeit nicht ausreichen würde, um das innerhalb einer Legislatur zu bearbeiten. Wir haben damals schon gesagt, es ist ja abzusehen, dass die Probleme länger bestehen werden und dass wir natürlich über die Legislatur hinaus diese Enquetekommission arbeiten lassen können. Es ist leider nicht entstanden. Jetzt überraschenderweise, wir merken, die ländlichen Räume in Sachsen brauchen immer noch Hilfe. Wir brauchen die Enquetekommission. Wir stellen den Antrag erneut. Und wir machen das unter anderem auch deshalb im Sonderplenum, weil eben nicht abzusehen ist, wie lange die Regierungsbildung noch dauert. Die bis jetzt vorliegenden Pläne für Landtagssitzungen weisen die erste Sitzung im Januar aus. Regulär, ob eher eine stattfindet, wissen wir nicht, aber wir sind natürlich der Meinung, es ist höchste Zeit, dass wir gemeinsam sozusagen über alle Parteigrenzen hinweg diese Problematik, die ja sehr vielseitig ist, in den ländlichen Räumen angehen. Deshalb das Sonderplenum. Neben der Regierung gibt es ja noch viele andere Abgeordnete, die jetzt nicht so sehr beschäftigt sind sozusagen. Insofern ist es durchaus auch in Ordnung, wenn wir ein Sonderplenum einberufen und wenn wir diese Enquetekommission auf den Weg bringen, die wird ja auch noch Zeit brauchen, um sich zu konstituieren. Sie wissen, alle Parteien können da zusätzliche Sachverständige benennen, die dann sich auch in diesem Gremium wiederfinden müssen, damit die Arbeit beginnen kann. Wir wollen, dass das nicht so lange brach liegt über Monate, deswegen jetzt der Antrag und man sollte ja hoffen, dass die Problematik in allen Parteien wahrgenommen wird, zumindest sind die Verlautbarungen und so und deswegen halten wir es auch für möglich, dass wir in diesem Sonderplenum jetzt diese Enquetekommission auf den Weg bekommen. Das vielleicht erstmal zum allgemeinen Umfeld. Zu ein paar inhaltlichen Punkten wird mein Kollege André Barth jetzt noch ausführen. Also wenn wir uns einfach mal den ländlichen Raum als solches ansehen, müssen wir sagen, es gibt nicht den ländlichen Raum, sondern es gibt viele ländliche Räume in Sachsen mit unterschiedlichen Problemen. Es gibt aber grundsätzliche Gemeinsamkeiten. Ich will mal damit anfangen, Finanzausgleich zwischen Freistaat Sachsen und der kommunalen Ebene. Die kommunale Ebene bemängelt seit Langem, dass zu viele Zuweisungen zweckgebunden erfolgen und dass die Zuweisungen des Freistaates Sachsen mehr als allgemeine Schlüsselzuweisungen gegenüber Landkreisen und Kommunen erfolgen sollte. Wir haben nächstes Jahr wieder Doppelhaushaltsverhandlungen. Wir als AfD-Fraktion wollen dort grundsätzliche Änderungen hinsichtlich der finanziellen Mittelverteilung erreichen, weg von der Verteilung rein nach Kopfteilen, hin zu anderen sachlichen Argumenten, neben Kopfteilen, Demografiefaktor, Flächenfaktor, touristische Faktoren und Ähnliches. Das ist ein grundsätzliches Problem, das ist grundsätzlich im ländlichen Raum vorhanden. Wenn wir uns von den Finanzen wegbewegen, öffentlicher Personennahverkehr im Freistaat Sachsen, der noch amtierende Wirtschaftsminister geht ja in die Koalitionsverhandlungen hinein mit einem allgemeinen Verkehrsverbund in Sachsen. Die Forderung, muss ich Ihnen sagen, haben wir als AfD-Fraktion in einem Antrag zuerst aufgestellt. Und ich komme gerade aus einer Region, wo eine Tarifgrenze ist. Und wenn ich Ihnen zum Beispiel sagen würde, dass die Gemeinde Hartmannsdorf-Reichenau 3 Kilometer von der Grenze zu Mittelsachsen wegliegt, die nächste Gemeinde aber im eigenen Landkreis 8 oder 9 Kilometer wegliegt, dann sind natürlich dort Schülerwege, Einkaufswege oder Ähnliches nach Frauenstein ausgerichtet und die Bürger dieser Gemeinde überschreiten ständig sozusagen die Grenzen der Verkehrsverbünde. Und wenn wir einen effizienten öffentlichen Personennahverkehr etablieren wollen, müssen wir auch ernsthaft darüber nachdenken, dass wir diese Tarif
Grenzen überwinden. Und da müssen sich auch die CDU-Landräte unter Umständen von alten Gewohnheiten verabschieden, dass sozusagen in Verkehrsverbünden sozusagen selber regional agiert werden kann. Das zum öffentlichen Personennahverkehr. Ich will dort auch nochmal sagen, Vertaktung von öffentlichem Personennahverkehr. Wenn man sich einfach daran erinnert, wie schwach aufgestellt teilweise unser Nahverkehrsnetz ist, sage ich nur Pleite der Städtebahn in den Sommermonaten. Das hat zu massiven Verkehrsausfällen von Zugkilometern geführt. Es wurde notdürftig mit öffentlichem Personennahverkehr durch Busse ausgeglichen. Und wenn Sie sehen, es gab vor 14 Tagen wieder massive Einschränkungen des Schienenverkehrs, weil viel zu wenig Fahrzeuge da sind und zwei dieser Fahrzeuge sich immer noch sozusagen in Ottendorf-Ogrilla befinden und von dem ehemaligen Bruder des Geschäftsführers, der Betreiber der Städtebahn, nicht herausgegeben werden. Und das zeigt Ihnen, wenn wir Wartungsrhythmen haben und ein bis zwei Fahrzeuge sozusagen grundsätzlich fehlen, dann bricht zum Teil der Schienenverkehr im Städtebahnsystem zusammen. Und das zeigt eigentlich, wie scharf auf Kante hier teilweise der öffentliche Personennahverkehr aufgestellt ist. Ein weiterer Bereich, wo wir drüber reden müssen, ist natürlich, ich sage es mal so, wenn wir eine Bundesregierung haben, die den Ausstieg aus der Kernenergie, den Ausstieg aus der Braunkohle und den Weg in die Elektromobilität uns vorgeben will, dann müssen wir auch in der Lage sein, unsere Bevölkerung im ländlichen Raum sozusagen moderne Verkehrswege anzubieten. Und aus dieser Sicht heraus ist es ganz wichtig, dass wir einen vertakteten, ordentlich funktionierenden öffentlichen Personennahverkehr hinbekommen. Ich führe seit 3 Monaten eine Statistik darüber, wie am Umsteigeort Heidenau im Berufsverkehr die Städtebahn mit S1 und S2 funktioniert. Und ich kann Ihnen sagen, es gibt etliche Menschen, die sich darüber beschweren, dass in taktdichten Zeiten die Städtebahn einfach vor der S-Bahn abfährt. Da gibt es keine Vereinbarung miteinander, dass da sozusagen die Städtebahn, die in Stundentakt fährt, sozusagen eine S-Bahn, die 3 oder 4 Minuten zu spät ankommt, einfach erwartet. Und das ist einfach was, wo ich sage, das hat nichts mit einem vertakteten und verbundenen Verkehrsraum miteinander zu tun. Wenn wir uns weiter angucken, ich will mal die Trinkwasserproblematik noch mal ganz kurz ansprechen. Die ist im Landkreis Bautzen, Sächsische Schweiz und Osterzgebirge spielt die eine bedeutende Rolle. Einige CDU-Abgeordnete haben das ja noch erkannt vor der Landtagswahl, dass man mit einem Förderprogramm für Trinkwasser durchaus einige Wähler wieder an die CDU binden kann. Es gibt ein Förderprogramm, wenn ich Ihnen die Zahlen sagen darf, 6,4 Millionen für 2019, 10 Millionen für 2020. Ich habe mir jetzt mal die Freude gemacht und bin in Einwohnerversammlungen gegangen, wo es im Prinzip in meinem Wahlkreis darum ging, dass man in Bretschendorf und in Ortsteilen von Glashütte sozusagen die Bürger an die allgemeine Trinkwasserversorgung anschließen will. Und ich kann Ihnen einfach sagen, da wird vor der Wahl durch die Regierung aktiv kommuniziert, 65% Förderung vom Freistaat Sachsen im Baukostenzuschuss für die Wasserversorgung. Und wenn man sich dann nach der Wahl anguckt, was rauskommt, durch eine umsatzsteuerrechtliche Problematik, die sich im Prinzip ergibt, wenn der Wasserversorger die Aufträge weitergibt, kommt letztendlich eine Förderquote von nur 50% bei den Bürgern an. Und da entsteht insbesondere bei den Bürgern der Eindruck, sie werden mit Problemen alleingelassen. Und wir diskutieren hier über einen flächendeckenden Ausbau des Mobilfunknetzes im ländlichen Raum und müssen aber zur Kenntnis nehmen, dass es weite Randlagen in Sachsen gibt, die bis heute nicht ans öffentliche Trinkwassernetz
angeschlossen sind. Und das ist im Prinzip auch ein Baustein der Daseinsvorsorge, wo wir als Landespolitiker unbedingt mehr dafür tun müssen, dass letztendlich jeder Siedlungskern in Sachsen einen Anschluss an die öffentliche Trinkwasserversorgung erhält. Und ich will hier nicht zu lange reden, deshalb würde ich erstmal mit diesen drei Themenfeldern es kurz beenden. Ja, also Fragerunde ist freigegeben. Herr Kollenberg. Also ich möchte, dass sich das im Plenum entscheidet. Also die anderen Parteien haben alle auch im Wahlkampf deutlich gemacht, wie wichtig ihnen der ländliche Raum ist und dass es dort neue Lösungen braucht. Die Enquete-Kommission ist per se, also per Definition ein Gremium, was eben aus dem Parteiwettkampf herausgehalten werden soll, weil man gemeinsam mit Sachverständigen arbeitet. Und insofern ist für mich diese Entscheidung über die Enquete-Kommission natürlich auch jetzt ein Zeichen dafür, wie ernst es die Parteien damit meinen, dass sie was für den ländlichen Raum tun wollen, unabhängig vom Parteiprogramm. Das ist im Moment noch in der Diskussion. Wahrscheinlich werden wir eine namentliche Abstimmung beantragen, natürlich, weil gerade wenn es dann darum geht, dass es abgelehnt wird, wenn wir erleben, vielleicht auch müssen, dass dann es heute abgelehnt wird und dass dann lange Zeit nichts beginnt in dem Sinne, dass dann natürlich dann auch die Bürger wissen, wie ihre Abgeordneten vor Ort sich dazu verhalten haben. Ich habe bloß eine Bitte, beim Sprechen bitte ins Mikrofon rein, dass unser Kollege das dann auch als Frage mit in der Aufzeichnung hat. Ja, Jörg. Herr Urban, Sie sagten ja, Sie wollen sich da nicht monatelang Zeit lassen. Nun ist es aber so, dass in den Koalitionsverhandlungen ja solche Themen auch angesprochen werden, zumindest das, was da gelegentlich durchsickert. Wäre es nicht sinnvoller, erstmal dieses Papier abzuwarten oder wollen Sie es völlig unabhängig davon machen? Also ich denke, wenn man diese Problematik, dass der ländliche Raum ja in vielen Bereichen in Parsen angesprochen worden, abgehängt ist, dass dort Gestaltungsbedarf ist, dann ist es eben das Beste, man macht das frei von Parteipolitik. Wenn wir wieder auf die Regierung warten, haben wir im Prinzip wieder die Parteipolitik mit drin, weil dann die Opposition und die Regierung versuchen, in den Wettbewerb zu treten, wer die besseren Ideen hat. Wir hatten das ja im Vorfeld oder am Ende der letzten Legislatur ja schon, wir haben eigene Vorschläge gemacht, die Regierung hat ein eigenes Konzept. Das ist ein Gegeneinander, das ist nicht der Sinn der Enquete-Kommission. Insofern glaube ich, das wäre auch für die Regierung eigentlich der bessere Weg zu sagen, wir machen das gemeinsam und mit Sachverständigen und versuchen da jetzt nicht sozusagen Politik zu machen, wer jetzt am schönsten gegenüber dem Wähler aussieht. Falk Lange, Radio PSA. Die ganzen Analysen, was die Probleme des ländlichen Raums sind, die sind ja im Wesentlichen auch schon erfolgt. Da sind ja ganz viele Dinge, die Sie auch hier mit ansprechen, eigentlich schon klar, wo die Problemlagen genau liegen. Und es dann auch wieder nach Parteibuch gibt es unterschiedliche Herangehensweisen, wie das gelöst werden soll. Aber warum braucht es nochmal so eine grundlegende Bestandsaufnahme? Das hatte ich ja schon versucht deutlich zu machen. Ja, die grundsätzlichen Probleme sind bekannt, aber wir haben zwei zusätzliche Probleme, die speziell hier Sachsen betreffen. Der Kohleausstieg bis 2038, wir kennen da finanzielle Mittel, die zur Verfügung gestellt werden, aber die Region ist letztendlich, es gibt keine Strategie, wie wir sozusagen den Kohleausstieg schonend für diese Regionen tätigen können. Die Elektromobilität führt in Westsachsen dazu, dass viele Automobilzulieferer bereits jetzt in Kurzarbeit arbeiten. Das ist im Moment noch kein Problem, was überregional eine große Bedeutung hat. Aber letztendlich sind das zwei spezifische Probleme, die bisher in allen Strategiepapieren, die es in der Vergangenheit gegeben hat, noch keine Rolle gespielt haben. Und wir als sächsische Politiker müssen letztendlich dort ein Update letztendlich erzielen, um letztendlich für alle Sachsen
gleichwertige Lebensverhältnisse in Sachsen anzustreben. Beate Dieter. Die Staatsregierung hatte ja schon vor geraumer Zeit ein Strategiepapier für den ländlichen Raum entwickelt. Was fehlt Ihnen denn in dem Papier konkret? Also uns fehlt in dem Strategiepapier vor allen Dingen die bessere finanzielle Ausstattung der Kommunen. Wir sind ja im Prinzip, das ist ja die Situation, die man eigentlich nicht will, wenn man gemeinsam am Strang zieht. Wir sind in einer Situation gewesen, dass wir aus der Opposition heraus eigene Vorschläge gemacht haben und die Regierung hat dann ihr Strategiepapier entwickelt. Dort sind andere Schwerpunktsetzungen. Also wir, wenn Sie die Zahlen noch im Kopf haben, wir hatten ja deutlich mehr Geld im Finanzausgleich für die Kommunen gefordert vom Freistaat, als es letztendlich die Regierung gemacht hat, weil wir eben der Meinung sind, dass das auch ein Schlüsselfaktor ist, dass die Kommunen überhaupt wieder ein Stück weit ihre Selbstverwaltung wirklich leben können, indem sie die Mittel haben, dort auch eigene Entscheidungen zu treffen. Und dann sind wir natürlich, was die Analyse der Problemlagen angeht, beziehungsweise der Gewichtung der Probleme, haben wir natürlich auch einen anderen Blick als die Regierung. Wir sehen eben gerade, hat es schon angesprochen, mein Kollege, der Weg zur Elektromobilität, die Verteuerung sozusagen des Verkehrs und damit eben auch das Erschweren der Mobilität, gerade in den ländlichen Regionen, als ein Punkt, was mehr in den Vordergrund gestellt werden muss jetzt. Deswegen wird der ÖPNV auch eine größere Rolle spielen, als er vielleicht noch vor 2 Jahren gespielt hat. Das heißt, wir denken schon, dass sich dort die Problemlagen verändert haben in den letzten 2 Jahren. Und wir haben eben sehr zum Teil verschiedene Regionen, aber zum Teil eben auch Probleme, die einheitlich sind. Wir möchten das mit Experten zusammen machen. Das Schöne an der Enquete-Kommission ist ja, dass man tatsächlich Sachverständige direkt in die Arbeit mit einbeziehen kann, der Kommission, im Unterschied zu unserer Ausschussarbeit. Das heißt, die Experten sind dort erstmal, was den Austausch angeht, gleichgestellt mit den Abgeordneten der Fraktionen. Und insofern wird es uns auch mit mehr Sachverstand sicherlich besser gelingen, eine Gewichtung sozusagen der Problemlagen und der finanziellen Mittelverteilung vorzunehmen. Weil wir wissen natürlich auch, dass die finanziellen Mittel des Freistaates begrenzt sind. Das heißt, wir können natürlich uns viele Wünsche für den ländlichen Raum aufmachen, wo wir gerne was machen würden mit viel Geld. Am Ende müssen wir aber gucken, dass wir die Mittel effektiv einsetzen und an den Stellen auch einsetzen, wo wir die besten Ergebnisse erzielen. Und dort bin ich eben nicht der Meinung, dass dort die Regierung jetzt schon die richtige Schwerpunktsetzung hat. Und ich möchte es eben gerne aus dem Parteiengezänk raushalten, dass man eben nicht in den Wettlauf geht. Wer hört mir vielleicht gerade am intensivsten zu? Wo sind meine Wählerschichten? Muss ich denen bieten? Sondern dass man es in der Enquete-Kommission eben wirklich gemeinsam entwickelt, wo am Ende eben auch der Name sozusagen des Landtags drunter steht und nicht der Name einer Regierung oder einer Partei. Michael Deutschmann, Bild, hat er sich gemeldet. Eine Frage nochmal an Herrn Barth. Sie haben vorhin den Wirtschaftsminister angesprochen und seine Forderung nach einer Landesverkehrsgesellschaft. Habe ich das richtig verstanden? Sie unterstützen diese Forderung oder wollen Sie eher eine bessere Vertaktung des bestehenden Verkehrsverbünde? Das wäre schön, wenn Sie das nochmal. Beides. Also die alte AfD-Fraktion, darauf hatte ich hingewiesen, hatte einen Antrag, wo unter Ziffer 5 eine landesweite Verkehrsgesellschaft gefordert wurde durch einen AfD-Antrag, weit vor der Forderung des Wirtschaftsministers Dulich. Darauf habe ich hingewiesen. Und natürlich sage ich auch, Vertaktung ist das eigentlich primärste Ziel. Und man kann auch ohne eine Landesverkehrsgesellschaft einen Sachsentarif einführen. Aber wenn man das durchs Land die Tarife regelt, ist es natürlich effizienter zu gestalten, als wenn wir bei 5 Verkehrsgesellschaften in Sachsen verbleiben. So, Jörg Schurich, dpa. Ich habe nochmal 2 Fragen zum Geld. Lässt sich das beim Punkt Finanzausstattung Kommunen mal beziffern, was Ihnen da so vorschwebt im Vergleich zu dem letzten Level? Und Herr Barth, Sie sagten vorhin bei diesen, es müsse da irgendwie so sinngemäß unterschiedliche Kriterien auch bei der Bewertung geben, Tourismus und was alles so eine Rolle spielt. Wer soll denn jetzt nach Ihren Vorstellungen mehr gefördert werden? Die Kommunen oder diese ländlichen Räume, die jetzt sozusagen auch vielleicht mit Tourismus nie punkten können und besonders schlecht entwickelt sind? Oder sollen die eher noch einen Bonus kriegen, die vielleicht die besten Chancen haben, auch im Tourismus etc. noch dazu zu gewinnen?
Also grundsätzlich vertreten wir als AfD-Fraktion, also um Ihnen das mal andersrum zu erklären, wenn nach Kopfteilen verteilt wird, gibt es den sogenannten Veredelungsfaktor. Das bedeutet, ein Einwohner der Stadt Dresden bekommt mehr Geld als ein Einwohner in Dippoldiswalde oder in Altenberg. Und das wird damit begründet, dass die Stadt Dresden eine überörtliche Funktion auch für Umlandgemeinden wahrnimmt. Das ist insofern auch sachlich richtig. Aber wo fahren die Dresdner, die nie in den Urlaub fahren, im Winter zum Skifahren hin? Die fahren zum Beispiel nach Altenberg. Da gibt es dann durchgehende Regionalzüge vom Dresdner Hauptbahnhof nach Altenberg und nutzen dort zum Beispiel Einrichtungen der Stadt Altenberg. Das ist auch Teil der Montanregion Erzgebirge. Und gucken wir uns mal die Sächsische Schweiz an. Wenn Sie sich mal die Verkehrssituation in Pirna Sonntagnachmittag angucken, wenn Sie da als Einwohner von Königstein in Ihre Kreisstadt wollen, wie lange Sie da auf der Bundesstraße 172 stehen, weil eben die Sächsische Schweiz auch Naherholungsgebiet für städtische Touristen aus Dresden sind. Und deshalb nehmen auch ländliche Gemeinden, ländliche Regionen überörtliche Funktionen wahr. Und deshalb sage ich, kann natürlich sowas auch berücksichtigt werden. Wir haben in Ostsachsen Kommunen, da sind 20 oder 30 Kommunen zusammengelegt worden, die haben jetzt 12 oder 13 Ortsfeuerwehren zu unterhalten, die haben hunderte Gemeindestraßen zu unterhalten, denen laufen die Einwohner davon und letztendlich bleiben die Unterhaltungskosten für die Infrastruktur dieselben. Und auch diese Gemeinden müssen wir unterstützen. Das heißt grundsätzlich, wir dürfen nicht alles in unsere drei kreisfreien Städte hineinstecken, sondern wir müssen im Prinzip auch Mittelzentren und ländliche Räume finanziell besser unterstützen. Und auch dort muss es Abschichtungen geben, dass natürlich touristische Regionen spezieller gefördert werden als zum Beispiel landwirtschaftlich genutzte Regionen. Aber das alles soll Arbeit einer Enquetekommission sein, um letztendlich ein gesamtheitliches Konzept dann als Vorschlag dem Landtag zu präsentieren. Dagmar Rolesch, MDR. Ich würde vielleicht das noch mal ganz kurz ergänzen, weil das ist, glaube ich, für mich wirklich ein Schlüsselfaktor, dass wir die Finanzverteilung gerade zwischen den kreisfreien Städten und den ländlichen Räumen ändern müssen. Und die Konstruktion, wie sie jetzt besteht, dass die Städte nicht nur genauso viel Geld pro Einwohner kriegen wie ein Landkreis, sondern sogar noch mehr, die ist zum Teil auch ein Grund dafür, warum die Städte eben es leichter haben, selbst zu gestalten und die Landkreise nicht, weil die Städte haben zwar zentrale Funktionen, auf der anderen Seite haben sie aber auch ganz andere Synergieeffekte. Die Menschen sind in der Stadt auf einem sehr engen Raum zu organisieren, das heißt, die Infrastruktur kann viel intensiver genutzt werden. Dort sind die Kosten Infrastruktur pro Einwohner deutlich niedriger als in diesen großen Flächenkreisen. Also wenn man dort wirklich ein Gleichgewicht herstellen müsste, müsste es eher umgekehrt sein, dass die großen Flächenkreise, die ja oftmals auch nicht mal die Steuereinnahmen haben wie die kreisfreien Städte, dass die eigentlich pro Einwohner mehr Geld bekommen als eine große Kreisstadt. Das ist, glaube ich mal, ein ganz, ganz wichtiger Faktor, um überhaupt den Gestaltungsspielraum erstmal der Landkreis und der kreisfreien der Städte im ländlichen Raum wieder zu erhöhen. Um das nochmal in Zahlen zu bringen. Die Regierung hat ein Investitionspauschalengesetz 30 Millionen Euro für 3 Jahre jährlich dem ländlichen Raum zukommen lassen. Wir haben 90 Millionen für 3 Jahre vorgeschlagen und wir haben im Moment ein strategisches Problem, dass Steuereinnahmen nicht so stark wachsen, wie sie im Doppelhaushalt prognostiziert worden sind und wir ein strukturelles Defizit für das Jahr 2020 erwarten. Deshalb müssen wir uns im Moment mit konkreten Zahlen sehr, sehr bedeckt halten. Es wird ein Gutachten geben
bevor die neuen FAG-Verhandlungen wieder anfangen. Und aus diesem Gutachten wird sich entnehmen lassen, welcher Geldbetrag infolge des Veredelungsfaktors im Zeitraum der letzten Begutachtung sozusagen aus dem ländlichen Raum in die kreisfreien Gemeinden geflossen ist. Wenn ich Ihnen aber eine vorsichtige Schätzung geben sollte, würde ich sagen, das wäre ein Betrag von etwa 100 Millionen Euro jährlich, der mehr dem kreisangehörigen Raum zugutekommen müsste. So, Dagmar Rolesch noch aktuell. Ich wollte gerne wissen, die Enquete-Kommission, aus wem soll die bestehen? Wie viele Leute sollen das sein? Welche Experten und wie viele Experten? Und entstehen dadurch Kosten? Und wenn ja, wie hoch schätzen Sie die? Also zu den beiden Kosten, da bin ich erstmal zurückhaltend, das kann ich Ihnen schlicht und einfach nicht sagen, aber die Enquete-Kommission besteht laut Geschäftsordnung aus 20 Mitgliedern des Landtages und jede Fraktion kann ein zusätzliches weiteres Mitglied als Sachverständigen benennen. Das heißt, dann sind das 25. Also sag mal, was die Kosten dieser Kommissionsarbeit angeht, das ist wahrscheinlich überschaubar. Also sind wie üblicherweise bei Ausschussarbeit die Kostenerstattung gerade für die Sachverständigen, dass die eben ihre Reisekosten und ihre Verdienstausfälle bezahlt bekommen. Und wenn Gutachten erstellt werden, sind es Gutachterkosten, so wie die bei Regierungsgutachten, die Ministerien machen, auch machen lassen. Also das ist jetzt dort, denke ich mal, ein überschaubarer Finanzraum. Und vor dem Hintergrund, dass wir hier mit dieser Enquete-Kommission eine Problematik bearbeiten, die uns sicherlich noch viele Jahre beschäftigen wird und die eigentlich fast ganz Sachsen betrifft, denke ich mal, ist da der finanzielle Aufwand. Also sind das nur 5 fast Sachverständige? Ja, pro Fraktion ein Sachverständiger. Mikro bitte, Mikro. Lieber Herr Kollenberg, Sie lächeln mich schon die ganze Zeit an, deshalb will ich es nochmal sagen. 59 Euro pro Ausschusssitzung bekommt ein Abgeordneter des Sächsischen Landtages, damit das hier nochmal Erwähnung findet und das mal 20 gerechnet. Dann vielleicht noch eine halbe Stelle im Landtag als Ausschusssekretariat. Da bekommen Sie in etwa eine Vorstellung, wie teuer so eine Enquete-Kommission sein könnte. Er ist ja für den Steuerzahler wichtig. Ne? Ja, selbstverständlich. Transparenz. Darum sage ich Ihnen das ja hier auch so deutlich. Frau Wulff, MDR aktuell. Ich würde gerne noch mal wissen, glauben Sie denn wirklich, dass wenn da jetzt Enquete-Kommission drüber steht, dass Sie da zusammen harmonisch mit den parteiübergreifend mit den anderen zusammen diskutieren können? Ich denke das schon. Wir haben ja in der letzten Legislatur die Enquete-Kommission zur Pflege gehabt und das ist tatsächlich einfacher, wenn man über einen längeren Zeitraum gemeinsam arbeitet und wenn man dort ein Agreement hat, dass eben nicht zwischenzeitlich, bevor es Ergebnisse gibt, die Parteien nach außen gehen und mit ihren Ideen da Wahlkampf machen. Dann kann das funktionieren. Also weil wenn man das aufbricht, sage ich mal, dann macht man sich eigentlich innerhalb der Kommission unmöglich und deswegen sind die Parteien da zurückhaltend gewesen und ich würde das auch für die Zukunft erwarten. Und wenn es eine Kommission, die über mehrere Jahre arbeitet, bevor wirklich Ergebnisse feststehen, das diszipliniert schon ein bisschen. Also das wäre der Wunsch und ich würde das für meine Fraktion auch sagen, dass wir das natürlich auch machen werden, dass wir dort nicht die Kommissionsarbeit benutzen werden, um dort darauf auf dem, sagen wir, auf dem Rücken dieses Themas Wahlkampf zu machen. Dagmar Rolesch, MDR nochmal. Wenn das für Sie die bessere Arbeit ist, wo es anscheinend besser funktioniert, haben Sie dann noch weitere Pläne in anderen Themen, wo Sie solche Kommissionen ins Leben rufen wollen? Im Moment nicht. Man macht das mit den Enquete-Kommissionen ja tatsächlich nur dann, wenn relativ große, komplexe Problemlagen bestehen, die sich eben nicht anhand von ein, zwei Gesetzesänderungen abarbeiten lassen. Also nur in diesem Fall macht man das. Wir haben es bei der Pflege gehabt, weil da spielen sehr, sehr viele Faktoren hinein, auch sehr viele Rahmenbedingungen, die man politisch gestalten kann.
Und das ist beim ländlichen Raum aus meiner Sicht sogar noch komplexer, als es bei der Pflege ist, weil da noch mehr Dinge mit reinspielen. Für solche großen Problemlagen ist der Rahmen der Enquete-Kommission sicherlich angemessen. Bei anderen Dingen, das muss man sich überlegen. Also viele kleinere Gestaltungsmöglichkeiten, die kann man mit Einzelanträgen, mit Gesetzesentwürfen bearbeiten. Da lohnt sich der Aufwand auch nicht, so eine Kommission zu betreiben. Aber Sie wissen das ja, wir haben ja in den Ausschüssen auch bei kleineren Vorhaben die Möglichkeit der Sachverständigenanhörung, wo man sich dann eben auch den Sachverstand für die eine Gesetzesänderung oder so mit dazu holt. Enquete-Kommission ist per se so definiert über einen längeren Zeitraum, komplexes Thema, und da habe ich heute noch keinen Vorschlag für die nächste. So, gibt es noch weitere Fragen? Wenn nicht, darf ich noch mal verweisen auf den kleinen Imbiss, der hier bereitsteht. Das ist alles aus dem sächsischen ländlichen Raum. Das Kastenbrot, was da steht, habe ich mir sagen lassen, ist aus einer Privatbäckerei in Herzogswalde entstanden. Und die Belage, die sind aus verschiedenen sächsischen Produktionsfirmen. Habe ich jetzt nicht alle abrufbar genommen. So, also guten Appetit und danke für Ihre Anwesenheit.